Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wir stehen hier bei der Hütte des Einsiedlers. Gestern habe ich mir ein altes Welchie gekauft, meine Little Belle. Und heute wird eins der neuen einziehen. Die Welch Ponys kamen ja diese Woche, glaube ich, rein. Eigentlich sollte am Mittwoch schon ein neues Pferdekauf-Video davon kommen. Allerdings habe ich am Mittwoch meine dritte Impfung bekommen und lag die ganze Zeit flach. Mir geht es immer noch nicht super gut. Aber ich habe immerhin kein Fieber mehr. Das ist ja auch schon mal was Positives. So, die Welchies kamen in 6 neuen Farben. Einer davon steht in Fort Pinter, nämlich der Schimmel. Und die anderen 5 stehen hier. Beziehungsweise er kam in 7 Farben. Die 7. Farbe ist aber nur in der App verfügbar. Ich meine, die regelmäßig meine Pferdekauf-Videos gucken, die können sich wahrscheinlich denken, welches höchstwahrscheinlich einziehen wird, obwohl ich ehrlich gesagt noch etwas am Schwanken bin. Und zwar neben diesem wunderschönen Palomino, der ist einfach nur, ist ja mal mega, also wirklich ein Träumchen, gibt es natürlich diesen Schoko. Also ich liebe das ja, wenn die Farbe so ist. Mega schön. Allerdings hat es mir der Rowan hier auch angetan. Also die Standardfarben in Anführungszeichen. Hier der Rappe, der Schimmel und der Fuchs. Die sind zwar auch ganz hübsch, aber ich finde die anderen 3 schöner. Beziehungsweise der aus der App wird definitiv einziehen. Den habe ich mir schon in die App geholt. Den bin ich schon am Großziehen. Und ja, mal gucken, welches von den Schnuckels hier einziehen wird. Obwohl der Fuchs ja auch ganz niedlich aussieht, oder? Schrecklich. Wir gehen jetzt erstmal hier zum Palomino. So, das Welch Pony der 3. Generation kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Ist ab Level 7 kaufbar, allerdings braucht ihr den Ruf freundlich beim Einsiedler und ihr müsst natürlich Zugang zu Südhof haben. Wie schon gesagt, kommt das Welch Pony in 7 Farben. Einer in der App, einer in Fort Pinter, alle anderen stehen hier unten beim Einsiedler. Sie kosten 800 Star Coins und haben eine spezielle Gangart, nämlich das Hüpfen, so wie Star Stable es beschrieben hat. Und anscheinend kommt das Welch Pony mit 8 speziellen Frisuren. Das wollen wir uns dann doch mal ansehen hier. Also die Augenfarbe sieht ja schon mal cool aus, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Augen so in 2 verschiedene Richtungen gucken, wenn man so genau aufs Pferd guckt. Ja, du, genau. Seit tausenden von Jahren ist Wales die Heimat des allseits beliebten Welch Ponys. Diese Rasse wurde von Land und Leuten geprägt und hat sich zu einem robusten und strapazierfähigen Pony entwickelt, das auch unter schwierigen Bedingungen zurechtkommt. Einige dieser Ponys gehörten wilden Herden an, die unzählige Generationen zurückreichen. Andere arbeiteten an Seite von Bauern, während wieder andere von Königen gehalten und verwöhnt wurden. Im Mittelalter war die Rasse als starkes und schnelles Pony etabliert, das sich zum Ziehen eines Flugs genauso eignete wie zum Einsatz in der Schlacht. Und es gab sie in verschiedenen Größen. Erst um 1900 wurden die Welch Ponys in den Zuchtbüchern offiziell nach Größe und Körperbau eingeteilt. Gerüchten zufolge waren die wilden Welch Ponys der Südhof-Halbinsel ursprünglich im Besitz der Familie Winterbell, die sie irgendwann sich selbst überlassen hat. Das war für sie durchaus von Vorteil, denn die Ponys gedeihen dort prächtig. Aber ihre Anpassungsfähigkeit führt dazu, dass viele Bewohner Jorviks sich ein Welch Pony zulegten, das perfekt für Arbeit, Kampf und Freizeitaktivitäten im Klima Jorviks geeignet war. Welch Ponys haben das typische freundliche Wesen eines Ponys, lernen schnell und beherrschen jede Disziplin, in der sie ausgebildet werden. Ebenso vielfältig ist auch ihr Fell, das es in allen möglichen Farben gibt. Dieses Welch Pony ist der Reittyp, auch Sektion B genannt, und ist der leichteste der Welch Pony-Typen. Obwohl es eleganter ist, hat es sein Bergpony-Erbe nicht verloren und ist immer noch zäh und bereit, über jedes Terrain zu galoppieren. Alles, was ein solches Welchpony braucht, ist ein Weggefährte, der mit seiner Ausdauer mithalten kann. Ja, auch wenn das hier in Star Stable so schön romantisiert wird quasi. Tiere auszusetzen geht nicht und das ist bescheuert, dass sich die Tiere dadurch besser entwickeln oder so. Das ist... Die Tiere heutzutage sind so, ja,
krank und schief gezüchtet, dass 99% der Tiere gar nicht mehr draußen überleben könnten. Also der domestizierten Tiere, gell? Ich rede jetzt nicht von Fuchs und oder sowas, sondern von den domestizierten Tieren. Die heutigen Karnickel, die haben keine Chance mehr draußen. Die Riesen sind zu groß und zu fett. Und die kriegen viel zu schnell Arthrose. Die Widder kriegen überhaupt nichts mit. Und die Zwerge, die sind alle krumm und schief gezüchtet, dass sie spätestens mit 2 Jahren an Zahnschmerzen verrecken. Hart gesagt. So. Aber ich weiß es nicht. Soll ich mir diese Maus kaufen oder soll ich mir den Schoko kaufen? Ich finde den Schoko ja so schön, aber ich habe so viele Schokos. Obwohl, es geht eigentlich. Habe ich viele Schokos? Ich weiß es nicht. Oh. Ich will mir aber auch jetzt nicht beide kaufen. Schoko oder Palomino? Schoko oder Palomino? Ah. Ich weiß es nicht. Ich finde den Schoko so unglaublich schön. Guckt euch doch mal diese Augen an. Aber der Palomino hat so eine tolle Fellfarbe. Und die Abzeichen sind einfach mal mega. Ich glaube tatsächlich, ich werde mir ausnahmsweise mal nicht den Schoko als erstes holen, sondern den Palomino. Oh Gott. Falls ihr irgendwo übrigens was im Hintergrund hört, ist es extrem windig bei uns draußen. Ihr habt das ja sicherlich mit dem Sturm etc. mitbekommen. Und es ist wirklich übelst laut. Ich habe Kopfhörer auf und ich höre alles da draußen. Also tut es mir leid. So, Cake ist eigentlich voll süß. Ich guck mal nach einem schönen Namen. Okay, ich habe einen Namen und zwar Cake Candle, Kuchenkerze. Ja, ist vielleicht, macht vielleicht nicht so wirklich Sinn, aber ich denke an so eine kleine süße Geburtstagskerze einfach. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. So, ich werde die Süße dann umziehen und da sehen wir uns gleich auf der Süd. So, hier stehen wir jetzt auf der Südhof-Farm. Es könnte zwischendurch ein bisschen laggen. Durch den Sturm habe ich gerade leider nicht so eine gute Internetverbindung. Irgendwie laggt es gerade halt einfach sehr stark. Nur zur Info. Ja. Also ich habe der Maus das Winterset angezogen, was man im Winterdorf letztes Jahr für Wintergrüße beim Julebock eintauschen konnte. Dazu habe ich ihr das kleine Kaninchen vom 10. Jubiläumsgeburtstag von Star Stable gegeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde sie unwahrscheinlich hübsch. Also die Farbe ist einfach mega. Die Äpfelung kommt zwar nicht so raus, also man sieht sie halt so wenig, aber es sieht so wunderschön aus. Man hätte sie auch Snowflake nennen können, weil das sieht so ein bisschen aus, als hätte sie Schneeflocken auf dem Fell. Und diese, ich glaube, ich weiß es nicht, dass sie mit dieser Beinmusterung, die bis hier zum Bauch geht, zählt sie als Salbino. Ich weiß es nicht. Ich glaube mal, sowas gehört zu haben. Also bitte lyncht mich nicht dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ehrlich gesagt ist mir das auch zu kompliziert, die ganze Kacke zu lernen. Aber das sieht einfach Hammer aus. Ich finde sie wirklich wunderschön mit diesen Abzeichen. Das sieht so schön aus auf ihr. Das ist der Hammer. Also, und diese Blässe. Also sie ist wirklich ein unfassbar schönes Ding. Die Augenfarbe ist ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Also ich persönlich hätte mir lieber blaue Augen gewünscht oder halt richtig schöne, satte, grüne Augen. Aber Orange ist auch noch okay. Aber es sind wirklich, ist wirklich ein wunderschönes Tier, das, ey. Also vom Aussehen, farblich gesehen, gefallen mir die Welchies wirklich top. Also wirklich, sie sind knuddelig, die Farbe einfach wunderschön. Vom Körperbau her gefallen mir sie auch sehr gut. Sie sind bemuskelt. Ich bin zwar eher der Fan von pummeligen Ponys, aber ich finde, das steht ihr wirklich, wirklich gut. Die Figur, die sieht wirklich hübsch aus. Also es ist wirklich ein unfassbar schönes Tier. Sie ist sehr aufmerksam, die kleine Maus.
Ja, gell? Sie bewegen sich ein bisschen, sie sind nicht zu zappelig. Also, genauso ungeduldig wie auch die alten Welchies hier nach dem Motto, komm, mach mal hier jetzt, laber nicht. Aber wirklich ein unfassbar schönes Tier. Wirklich, also, und diese Nüstern ist auch so süß. Das ist so süß. Ah. Einfach ein unfassbar schönes Tier. Also, sie ist wirklich schön. Ich bin zwar ein bisschen traurig, dass ich mir jetzt nicht doch den Schoko geholt habe, weil ich die Schokopferde einfach wunderschön finde. Allerdings bin ich mit ihr auch unglaublich zufrieden. Sie ist wirklich wunderschön. Also, rein vom Aussehen her. Ja, okay, du hast keinen Bock mehr. Komm, ich zeige euch jetzt die Gangarten. Ich habe genug gelabert. Viel Spaß. So, das waren die Gangarten und wir gehen jetzt zum Friseur und gucken uns die wunderschönen Mähnen an. So, hier stehen wir jetzt beim Friseur New Hillcrest. Der ist einfach der nächste. Erstmal die Standardmähne. Die Standardmähne finde ich eigentlich sehr hübsch mit diesem kleinen Zöpfchen hier. Das sieht ganz niedlich aus. Sowas Kleines, Dezentes ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung für mich. Aber diese kompletten Zöpfchen sind für mich einfach schrecklich. Ich finde, die Mähne macht sich auf ihr wirklich gut. Sie ist sehr schön detailliert. Die Strähnen hier unten sind nicht zu dick. Sie bewegt sich schön mit. Das ist schon mal sehr toll. Die Standardmähne ist einseitig. Den Schopf finde ich total niedlich, weil er hat so hier so eine Strähne, da eine Strähne und hier so eine kleine Strähne noch an der Seite. Ist ganz süß. Den Schweif finde ich so auch wirklich schön. Ist halt ein ganz normaler Schweif. Hier so eine kleine, dezente Strähne, die von selbst schwingt. Und die Strähnen hier unten sind auch wirklich schön gemacht. Auch der Schweif ist sehr detailliert. Dann kommen wir hier zu diesem Kurzhaarschnitt. Ist quasi die Standardmähne nur nochmal in kurz, auch wieder mit kleinem Zöpfchen. Auch wieder nur einseitig. Der Schopf ist allerdings hier quasi ein bisschen zur Seite gekämmt und ein bisschen gekürzt. Finde ich bei ihr jetzt nicht so toll. Kann mir aber vorstellen, dass es auf einem Pferd, das nur so ein Sternchen oder so hier oben auf dem Kopf hat, sehr gut kommt, wenn man so halt Blick auf den Stern und so hat. Der Schweif ist der gleiche wie bei der Standardmähne. Dann haben wir hier die langen Zöpfchen. Ich glaube, die gab es beim. Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Gothland Pony auch schon. Oder Gotland Pony, ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißen. Ja, sind nicht so meins. Finde ich nicht so toll. Einseitig sind die Zöpfchen. Auch der Schopf ist geflochten. Wir switchen mal kurz. Ja. Der Schweif ist auch eingeflochten. Das persönlich finde ich auch noch irgendwo schick, weil es halt nicht ganz eingeflochten ist. Sieht eigentlich ganz okay aus vom Schweif her jetzt. Würde ich vielleicht nicht unbedingt bei einer Alltagsmähne quasi nehmen. Aber ja.
Der Schweif ist okay. Ich mag es vor allem, dass der Schweif so schön gewellt ist. So, einmal mal zum Vergleich. Gehen wir jetzt mal kurz hier unten zu der Mähne. Das hier sind nämlich die langen Zöpfchen. Das hier sind die kurzen Zöpfchen. Einfach, dass man die nochmal von der Länge her im Vergleich hat. Auch wieder nur einseitig. Lange Zöpfe und die kurzen Zöpfe sind halt bedeutend kürzer. Aber am Schweif ändert sich, soweit ich das sehe, an der Länge nichts. Genau, an der Länge ändert sich da nichts. Dann haben wir hier diese lange Mähne. Die finde ich persönlich wirklich toll. Die ist so richtig schön, schön lang, so schön wild quasi. Ist auch wieder nur einseitig. Der Schopf gefällt mir hier nicht ganz so gut. Der ist zwar okay, aber ich finde den im Gegensatz zu der Standardmähne finde ich ihn nicht so schön voll. Dafür, dass es eine längere Mähne ist, hätte ich auch ehrlich gesagt einen schöneren Schopf erwartet, also auch so einen vollen. Der Schweif ist eins zu eins der gleiche. So, dann haben wir hier diese, ja, die Fjordi-Mähne, wie ich sie nenne. Finde ich, sieht bei ihr ehrlich gesagt richtig scheiße aus. Es sieht, finde ich, nicht schön bei ihr. Also, wirklich nicht. Der Schweif ist aber hier wieder der gleiche wie bei der Standardmähne. Dann haben wir die kurze noch, die lange Fjordi-Mähne und die kurze Fjordi-Mähne. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht schön. Nee, 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 finde ich nicht so toll. Auch hier ändert sich der Schweif nicht. So. Und zum Schluss haben wir natürlich noch die schrecklichen Zöpfchen. Also es ist diesmal auf jeden Fall was für die Leute dabei, die eher auf Zöpfchen bzw. auf kurzgeschorene stehen. Ah, bei den Zöpfchen ist auch eingeflochten. Gut. Ich persönlich bleibe aufgrund des Schopfes bei der Standardmähne. Die gefällt mir zwar super toll von der super von der Länge, allerdings, dass der Schopf so dünn ist, das gefällt mir nicht so ganz. Da hätte ich mir lieber den Schopf von der Standardmähne gewünscht. Den finde ich persönlich schöner. Deswegen bleibe ich bei der Standardmähne. So, mein Fazit zum Welshie der dritten Generation. Reit halt durch mich durch. Ich habe gestern schon auch schon das Problem gehabt, dass da jemand durch mich durchgeritten ist. Also schrecklich. Ja, ich stehe halt auch immer im Weg rum. Ist ja typisch für mich. Ja, mein Fazit also von den Gangarten und von den Farben gibt es wirklich kaum was zu meckern bei den Farben. Also gerade beim Palomino finde ich die Farbe wirklich einfach super. Bei den Gangarten ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, ja, okay, renn jetzt hier nicht überall Gegenmine. Danke. Hier finde ich, sieht man hier auf der Seite besser, ist, dass das Vorderbein viel zu hektisch nach hinten geht, als hätte das Pferd irgendwie so Schmerzen oder so. Das gefällt mir nicht so ganz. Es ist aber verkraftbar, da ich sowieso kaum in dieser Gangart unterwegs bin. So ist mir jetzt am Reiten nichts aufgefallen, das mich irgendwie nerven könnte. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass das Pferd ein bisschen lebhaft ist. Nicht zu lebhaft. Also es bewegt sich ein bisschen, es guckt mal ein bisschen rum, es schart mal mit dem Huf oder so. Es steht nicht teilnahmslos in der Ecke rum. Das gefällt mir schon mal sehr. Es ist aber auch nicht zu nervend wie beim Jorvikischen Friesen. Ich weiß, ich nehme den immer als schlechtes Beispiel, weil er halt einfach scheiße ist von den Animationen. Und ja, also farblich gesehen wirklich ein wunderschönes Pferd. Die Mähnen sind auch toll, zumindest die beiden langen Mähnen. Der Rest gefällt mir persönlich nicht, weil ich weder geflochtenes noch kurz rasiertes mag. Deswegen gefallen mir die beiden Mähnen sehr gut, die beiden langen Mähnen. Das einzige Schade finde ich halt bei der ja, wilden Mähne quasi, dass der Schopf so ja, ausgedünnt ist. Aber so, vom Aussehen, von den Gangarten her, habe ich nichts zu meckern, bis auf das bei den Gangarten, die, ja, dass die eine Gangart so ein bisschen komisch aussieht. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, was das hier soll. Das sieht so ein bisschen ängstlich aus, als würde das Pferd sich nicht trauen, sich auf die Hinterbeine zu stellen irgendwie. Oder? Findet ihr nicht auch, dass das irgendwie so ein bisschen ängstlich aussieht, wie so ein Fohlen, das gerade beginnt zu laufen und versucht sich jetzt erstmal hinzustellen? Ich persönlich weiß nicht, was das sein soll. Aber ja, gut, ich benutze die speziellen Animationen sowieso in der Regel nicht. Aber für 800 Starcoins vollkommen in Ordnung, vollkommen empfehlenswert. Also für mich sind die Welchies wirklich ein Daumen nach oben.
Kann ich nur sagen, wirklich wunderschöne Tiere, von den Gangarten her auch vollkommen in Ordnung. Ich kann absolut nicht meckern. Den Apfelschimmel in der App habe ich mir bereits in die App geholt. Den bin ich gerade am austrainieren, am Hochziehen. Und der wird dann auch irgendwann in der nächsten Zeit noch einziehen. Ich weiß noch nicht genau wann, keine Ahnung. Aber ist wirklich ein schönes, schönes, schönes Tierchen. Also die Welches kriegen von mir definitiv eine klare Kaufempfehlung und einen Daumen hoch, weil ich einfach wirklich toll finde, sowohl von der Farbe als auch von den Gangarten her. Wirklich hübsche Tierchen. So. Noch was? Nö. Gut, das war's da von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!